Hallo, ja, ich bin der Inigo Munoz. Wie schon besprochen, werde ich heute auf dem Mars berichten. Seit gestern sind wir offiziell im Mars gelandet und heute haben wir mit unseren Experimenten und mit der ganzen wissenschaftlichen Arbeit angefangen. Heute Morgen sind wir im Gletscher gewesen mit dem Live-Experiment, das sich mit Biolumineszenzmessung beschäftigt. Und wir haben im Gletscher für Chlorophyll und andere Biomarker mal gesucht. Und jetzt sind wir in unserem Habitat. Da hinten sind wir meiner Kollegen Karthik Kumar aus Holland und Stefan Drobovolny aus Österreich. Und wir sind jetzt in einem Virtual Reality Experiment, mit dem wir versuchen, den ganzen dieselben Wege, die wir morgen für ein Realexperiment machen werden, erstmal checken, damit wir uns auf den Weg anwöhnen und wir wissen, was wir dort finden werden. Morgen werden wir dasselbe, was wir jetzt hier in Virtual Realität machen, direkt am Feld versuchen und mal checken auch, welche Differenzen zwischen den Modellen und die Realität wir haben. Nächsten Tag werde ich über andere Experimente berichten, wie der Georadar oder die MAES, die auch für Astrobiologie beschäftigt. Wir haben Astrobiologie und Geologie, die meistens die wichtigsten Topics für die ganze Mars-Forschung. Bis nächsten Tag sehen wir für uns Mars.